Bauchschmerzen hatte Heidi zwar nicht, aber er hatte auch noch nie so lange an seinem Frühstück herumgekaut wie an diesem Morgen. So kleine Bissen hatte er noch nie abgeknabbert, aber besser als mit Shinichi zu reden, war das alles. Am liebsten wäre er jetzt ohne Schuhe und in Shorts aus dem Hotelzimmer gelaufen, um das Weite zu suchen. Allerdings konnte er nicht mehr weg. Und Heiji war ja auch klar, dass sie reden mussten. Nur was, wenn er jetzt seinen besten Freund verlor? Seufzend ließ sich der junge Detektiv wieder in die Kissen sinken, schloss seine Augen und hoffte einfach, dass Shinichi ihm mit dem Thema noch in Ruhe ließ. Der hatte aber wohl nur darauf gewartet, dass Heiji endlich aufhörte, sich den Bauch vollzustopfen. Denn er setzte sich sofort neben ihn und sah ihn an. Wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir weitermachen. So wie es jetzt ist, geht es doch auch nicht. Heiji, du bist mein bester Freund und ich will dich nicht verlieren. Meinst du denn, nach dem, was zwischen uns passiert ist, kannst du mich noch ertragen? Flüsterte sein bester Freund leise und Heiji öffnete seine Augen wieder. Einen Moment musterte er Shinichi, dann musste er lächeln. Dummkopf. Denkst du, ich wäre so lange an deiner Seite geblieben, wenn ich dich nicht mehr ertragen würde? Ich hätte doch schon längst das Weite gesucht, wenn ich nicht mehr klargekommen wäre. Aber ich bin noch hier, reicht das nicht? Entschlossen schüttelte Shinichi den Kopf, was Heiji ein leises Seufzen entlockte. Er rappelte sich auf, fuhr sich durch die Haare und seufzte dann noch einmal. Warum musst du das denn so kompliziert machen? Ich weiß ja, dass du hinter diesem doofen Dieb her bist und von mir nichts willst. Musst du mich denn dann noch so quälen? Worüber müssen wir dann noch reden, wenn doch eh schon alles geklärt ist? Doch als Shinichi schnaubte, sah Heiji wieder auf. Es ist überhaupt nichts geklärt, beschwerte sich sein bester Freund. Du machst das dir wieder so einfach, wie du es haben willst. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nichts mehr von Kit will. Gut, man kann seine Gefühle nicht einfach so abstellen, aber das war eine einmalige Sache. Er hat sich doch sowieso nicht mehr bei mir gemeldet. Noch immer klang die Stimme des Detektivs frustriert und verletzt. Sowas wollte Heiji nicht. Er wollte nicht zum Notnagel werden, nur weil Shinichi sich sonst einsam fühlte. Hör mal, ich find's niedlich von dir, dass du denkst, du könntest dich in mich verlieben, nur weil dein kleiner Dieb sich nicht mehr meldet. Aber was, wenn er sich meldet? Wenn er wieder bei dir ankommt und was von dir will, läufst du dann wieder zu ihm zurück? Sowas kann ich nicht brauchen und auf den Liebeskummer kann ich auch verzichten. Ich will keine halben Sachen, weißt du? Also lassen wir es so, wie es ist, bleiben Freunde und dann ist alles in Ordnung. Ich will kein Ersatz sein, nur weil du den einen nicht bekommen kannst. Verstehst du das nicht? Flehend blickte er Shinichi in die Augen, der perplex dasaß, ehe er seinen Blick von Heiji abwendete. Für den war das Antwort genug. Shinichi hatte sich noch immer nicht von diesem Kid gelöst. Und solange er das nicht getan hatte, wollte Heiji ihn auch nicht haben. Selbst wenn Shinichi ihn noch so sehr verunsicherte, er wollte kein Ersatz sein und er würde sich sonst immer so fühlen. Im Grunde konnte er nur hoffen, dass dieser Dieb sich nie wieder melden würde und sein bester Freund die Chance hatte, von ihm loszukommen. Sonst würde er ewig unter seinen Gefühlen leiden. Weißt du, ich denke, es ist besser, ich fahre mal für ein paar Tage wieder nach Hause. Wenn wir immer aufeinander sitzen, macht es das auch nicht besser, murmelte er leise. Heiji wollte seine eigenen Gefühle ordnen, denn er wollte Shinichi nicht immer für etwas die Schuld geben, wofür er nichts konnte. An Liebe konnte man nichts ändern. Das hatte er doch auch deutlich zu spüren bekommen. Auch wenn sein bester Freund mit einem anderen im Bett gewesen war, Heiji liebte ihn immer noch. Und das mehr als alles andere. Shinichi griff nach seiner Hand und war blass geworden. Nein, du kannst nicht gehen, flüsterte er leise und zitterte dabei. Ich will nicht alleine sein. Langsam begriff Heiji, warum sein bester Freund ihm wirklich nachgelaufen war. Nicht, weil er ihn liebte oder weil er etwas zwischen ihnen retten wollte, sondern weil er nicht allein sein wollte. Shinichi hatte schon immer Angst vor der Einsamkeit gehabt, was daran lag, dass seine Eltern selten zu Hause gewesen waren und den Jungen schon früh auf eigene Beine gestellt hatten. Shinichi lebte in diesem Haus immer alleine. Außer Ran war niemand in seiner Nähe gewesen, der eine feste Konstante bildete. Bis der Professor aufgetaucht war und irgendwann dann eben Heiji. Jetzt wollte er ungern alleine sein. Das konnte der Detektiv aus Osaka auch verstehen. Nur in diesem einen Punkt, da musste er einfach mal an sich denken. Er hatte auch Gefühle, die gerade Achterbahn fuhren. Seufzend lehnte sich der junge Detektiv zu seinem besten Freund und legte seine Lippen einfach auf die von Shinichi. Der zuckte unter dem Kuss zusammen, entspannte sich dann aber auch schnell wieder. Als Heiji sich löste, flackerte in seinen Augen Hoffnung,
Doch entschlossen schüttelte er über sich selbst den Kopf. Ich werde gehen. Nur für ein paar Tage. Versteh mich doch, ich muss auch gucken, wie ich mit meinen Gefühlen für dich weiter umgehe. Und du musst entscheiden, was und wen du willst. Entschlossen riss sich Heiji von seinem Freund los, denn auch wenn es ihm das Herz brach, er brauchte einfach ein paar Tage, um für sich wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Müde rieb sich Saguro über die Augen. Genüsslich kuschelte er sich an den warmen Körper, der seine Nähe suchte, und ruhig atmete. Erst langsam begriff der junge Engländer, was das bedeutete. Blinzelnd rieb er sich über die Augen, weil er einen klaren Blick brauchte und erst einmal den Schlaf aus den Augen bekommen musste. Da lag Kaito wirklich wie ein kleiner Engel zusammengerollt wie eine Schnecke neben ihm und sah aus, als könnte ihn kein Wässerchen trüben. Wie konnte man nur so süß sein, schoss es Saguro durch den Kopf. Er konnte gar nicht anders, als den Jungen fest in den Arm zu nehmen und an sich zu drücken. Auf einmal fing Kaito in seinen Armen langsam an zu zittern. Erst jetzt bemerkte Saguro die Tränen, die über seine Wangen rannen. »Papa«, wimmerte der Junge leise, krallte sich dabei in Sagoros Arme und bebte wie Espenlaub. Beruhigend drückte der junge Engländer den Jungen an sich und streichelte dabei etwas über seine Arme. Was war denn nur los mit ihm? Kaito hatte seinen Vater früh verloren, das wusste Saguro, aber dass er so sehr unter dem Tod des Magiers litt, hatte er nicht geahnt. Wie musste man sich wohl fühlen, wenn man seine Eltern verlor? Allein bei der Vorstellung lief es Saguro kalt den Rücken runter. Auch wenn er zu seinen Eltern nicht die beste Beziehung hatte, macht es ihm Angst, einen von ihnen zu verlieren. »Bitte, Papa, ich tue doch alles, was ich kann«, wimmerte Kaito im Schlaf weiter. »Ich will nicht, dass du leidest, und ich schaffe das auch. Du bist nicht umsonst gestorben, Papa. Ich vermisse dich so sehr. Bitte!« Schluchzend krallte sich Kaito schon schmerzlich in die Arme von Saguro, der ihn aus großen Augen anstarrte. Ein Verdacht war es schon gewesen. Jetzt wurde es Gewissheit. Kaito hatte die Rolle von Kaito Kid übernommen, und zwar um den Tod seines Vaters zu rächen. Aber was genau steckte dahinter? Warum war der damalige Kaito Kid getötet worden? Denn es musste ein Mord gewesen sein, sonst würde sich Kaito nicht so in die Sache reinhängen. Warum hätte er sonst diese Rolle übernehmen sollen? Seufzend kuschelte sich der junge Engländer an den Jungen heran, der zitternd in seinen Armen lag und ein Häuflein Elend bildete. »Es wird alles gut, Kaito«, flüsterte er leise und machte sich dabei Sorgen um ihn. Langsam hatte er immer mehr das Gefühl, als würde Kaito in dem Moment, in dem er zu Kid wurde, auch in die Rolle seines Vaters schlüpfen. Allein wenn er daran dachte, wie sich Kaito auf einmal an ihn rangemacht hatte. Das war aus der Situation heraus entstanden, das wusste Saguro. Aber dieser plötzliche Charakterwechsel, der überhaupt nicht zu dem Jungen passte, der gerade genüsslich in seinen Armen schlummerte und sich jetzt wieder ruhig an ihn kuschelte. Sanft streichelte Saguro ihn weiter, konnte aber nicht anders, als ihm eine Träne von der Wange zu küssen. Wie konnte man nur so unglaublich niedlich sein? Über sich selbst ebenso verwirrt wie über den jungen Fratz in seinen Armen schüttelte Saguro den Kopf. Langsam regte sich Kaito, der müde gähnte und im ersten Moment offenbar verwirrt darüber war, wo er überhaupt lag. Verschlafen rieb sich Kaito über die Augen, blinzelte dann aber, als er merkte, dass er sich in den Armen von jemand krallte. Saguro musste schmunzeln, als Kaito sich in seinen Armen verkrampfte und sofort losließ. »Schon gut, tat kaum weh«, meinte er amüsiert, doch der junge Dieb hatte seine Augen weit aufgerissen. Unsicher und mit zitternden Fingern streichelte er über die Wunden, die sogar etwas bluteten. »Du musst nicht gucken, als hättest du mich umgebracht, das sind nur ein paar Kratzer, mehr nicht«, beruhigte der junge Engländer Kaito, der sich allerdings gar nicht mehr traute, zu ihm zu sehen. Damit sich Kaito beruhigen konnte, löste sich Saguro aus der Umarmung und streckte sich. »Ich werde uns Frühstück bestellen, okay? Und dann will ich mich hier mal umsehen. Immerhin war ich noch nie in Las Vegas. Willst du auch in so ein Casino? Dann muss ich wohl aufpassen, dass du nicht dein gesamtes Geld verspielst, was?« Er versuchte, die Stimmung etwas zu lockern. Kaito rappelte sich zitternd auf und war leichenblass. Irgendwie musste man den Kerl doch abgelenkt bekommen. Er sollte da nicht mehr dran denken, sondern sich entspannen. Darum waren sie doch hergekommen. Und jetzt war Kaito schon wieder so verkrampft. »Redest du jetzt gar nicht mehr mit mir?«, wollte Saguro wissen. Kaito zuckte zusammen und senkte beschämt seinen Blick. »Ich werde schon nicht mein ganzes Geld ausgeben, aber es wäre wohl schon besser, wenn du ein bisschen auf mich aufpasst.« Saguro musste leise lachen, schnappte sich das Telefon und schmunzelte. Wenigstens redete der Spinner wieder.
Jetzt musste sich Saguru nur noch überlegen, wie er mehr Informationen über seinen Vater herausbekommen konnte. Kaito musste doch sehr unter seinem Tod leiden und Saguru hatte das Gefühl, dass er schnell etwas unternehmen musste. Wenn es so weiterging, würde Kaito daran zerbrechen. Und das konnte und wollte er einfach nicht zulassen. Wie ein geprügelter Hund schlich Shinichi nach Hause. Jetzt hatte Heiji ihn doch vor die Tür gesetzt und wollte ihn für die nächsten Tage nicht sehen. Wie sollte das denn gehen? Er wollte nicht von Heiji getrennt sein. Jetzt war er wieder vollkommen allein. Wenn er nach Hause kam, dann war da niemand mehr. Und er musste sich mit sich selbst beschäftigen. Ob er zum Präsidium gehen sollte, vielleicht konnte er sich mit einem Fall ablenken. So müde wie er war, konnte er sich allerdings sowieso nicht konzentrieren. Erschöpft schlurfte er nach Hause, öffnete seine Tür und ließ diese hinter sich ins Schloss fallen. Schweigen umhüllte ihn. So grausam, dass er das Gefühl hatte, als würde selbst die Stille ihm wehtun. Zitternd tapste er in sein Schlafzimmer, wo er sich aufs Bett fallen ließ. Was war denn so falsch, wenn er Heiji bei sich behalten wollte? Ja, sein bester Freund war in ihn verliebt. Aber das änderte doch nichts daran, dass sie Freunde waren. Das hatte Heiji ihm doch auch versprochen. Aber konnte Shinichi diese Gefühle auch erwidern? War da Liebe für seinen besten Freund in ihm? Oder wollte er einfach nur nicht allein sein? War es nicht vielmehr die Einsamkeit, die ihm zu schaffen machte? Shinichi wusste nicht, was er tun sollte, fuhr sich durch die Haare und kuschelte sich dann in die Kissen. Wie es wohl wäre, wenn Heiji ihn geküsst hätte. Und die Sache, die zwischen ihnen gelaufen war, als sie sich gegenseitig befriedigt hatten, irgendwie war es doch schön gewesen, als sie sich so berührten. Es war das erste Mal, dass überhaupt jemand Shinichi dort angefasst hatte, abgesehen von sich selbst. Klar, den ersten Sex hatte er mit einem Mann gehabt, dessen Gesicht er nicht einmal kannte. Wenn er genauer darüber nachdachte, dann war doch Kid an allem schuld. Dieser verdammte Dieb hat ihm alles kaputt gemacht, nur weil er so dumm gewesen war, sich in dieses Mysterium zu verlieben. Wütend krabbelte Shinichi wieder aus dem Bett, ging zu seinem Schrank und öffnete diesen. Die ganzen Artikel und Bilder, die er von Kid gesammelt hatte, waren ihm mittlerweile ein Dorn im Auge. Sie mussten weg. Am besten verbrannte er sie im Garten. Doch in dem Moment, als er ein Bild in den Händen hielt, wurde Shinichi wieder schwach. So sehr, wie er in diesen Dieb verliebt gewesen war, konnte man die Gefühle auch nicht einfach abstellen. Seufzend ließ sich Shinichi mit dem Foto wieder aufs Bett sinken und er streichelte sanft darüber. Warum konnten sie nicht zusammen sein? Und warum meldete er sich nicht mehr? Dabei war die Nacht doch so schön gewesen und der junge Detektiv hatte ihm doch auch seine erste Nacht geschenkt. Warum trat er das jetzt so sehr mit Füßen? Tränen rannen über seine Wangen. Einsamkeit und Liebeskummer überkamen Shinichi immer mehr, der sich noch nie in seinem Leben so sehr einsam gefühlt hatte. Warum war ihm sowas passiert? Hatte er denn so viel falsch gemacht? War das die Strafe dafür, weil er Heiji so verletzte? Wimmernd und schluchzend krümmte sich Shinichi auf seinem Bett zusammen. Das Leben war so unfair. Der, den er liebte, der wollte ihn nicht haben. Und derjenige, der ihn liebte, für den hatte Shinichi nur freundschaftliche Gefühle. Aber das konnte sich doch ändern. Immerhin hatte er Heiji immer so nahe gestanden und er war immer sein engster Vertrauter gewesen. Jetzt war zwischen ihnen so eine Mauer, so ein Graben. Ob Shinichi es mit der Hilfe von Heiji schaffen würde, diesen Graben zu überwinden? Warum kann nicht einfach alles wieder so sein wie früher? Flüsterte der junge Detektiv für sich, während er sich auf seinem Bett zusammenkauerte. Warum konnte da nicht jemand sein, der ihn in die Arme nahm? Selbst seine Mutter wäre ihm jetzt lieb gewesen, nur diese Einsamkeit, die brachte ihn beinahe um. Irgendwie war es Kaito noch immer peinlich, dass er Saguru verletzt hatte. Als der das Frühstück bestellt hatte, war der junge Dieb endlich aus dem Bett gekommen und hatte erst einmal nach einem Pflaster gesucht. So konnte er seinen Liebsten doch nicht herumlaufen lassen. Immer wieder hatte er dabei gestammelt, dass es ihm leid tat. Saguru war es nicht leicht gefallen, den aufgelösten Jungen wieder zu beruhigen. Doch jetzt saßen die beiden am Tisch und ließen sich das reichhaltige Frühstück schmecken. »Was möchtest du denn machen?«, wollte Saguru wissen, während Kaito glücklich an einem Brötchen herumkaute. Er hatte sich wieder beruhigt und war sich wieder bewusst geworden, wo er eigentlich war. Begeistert starrte der junge Dieb aus dem Fenster. »Ich will mir alles ansehen. Wollen wir nicht einfach durch die Straßen gehen und wenn uns etwas gefällt, dann gehen wir einfach rein, ja? Ich kann gar nicht so genau sagen, wo ich am liebsten hingehen würde. Mir gefällt nämlich alles.« Kaito kicherte, während er an seinem Tee nippte. »Meinst du, man kennt meinen Vater noch?
Es gibt ein paar Läden, in denen er öfter Auftritte hatte. Da möchte ich hin. Die haben doch vielleicht noch Bilder von ihm irgendwo hängen oder alte Programme. Kaito strahlte, wurde dabei dann aber auch etwas traurig. Mehr als Erinnerungen sammeln konnte er nicht mehr. Es gab so viele Menschen, die seinen Vater besser kannten als er selbst. Und Kaito hoffte, dass er ein paar davon noch treffen würde. Leute, die ihm erzählen konnten, wie sein Vater gewesen war. Sagoro musterte ihn und griff nach seiner Hand. »Willst du das wirklich sehen?«, flüsterte er leise, während Kaito alleine bei der kleinen Berührung rot wurde um die Nase. Wenn er daran dachte, dass er den ganzen Morgen so in den Armen von Sagoro gelegen hatte und sich eng an den Mann gepresst hatte, den er liebte, wurde ihm schwindelig. Wie sollte er die Nächte an seiner Seite nur aushalten? Vermutlich würde das mehr als nur eine peinliche Situation mit sich bringen. »Ich möchte das schon sehen. Ich habe meinen Vater kaum gekannt. Und vielleicht gibt es hier noch Menschen, die mir erzählen können, wie er so war, verstehst du? Das wird mich einfach interessieren«, gestand Kaito leise. Er redete nur selten über seinen Vater, weil die Schmerzen, die damit verbunden waren, einfach viel zu stark waren. Nie würde er vergessen, wie sein Vater... Kaito mochte nicht einmal daran denken und schüttelte darum entschlossen den Kopf. »Ich möchte mir das alles ansehen. Also tränk endlich deinen Kaffee aus und dann lass uns gut losgehen. Wir sind doch hier, um uns zu amüsieren, oder nicht? Und du frühstückst hier stundenlang.« Kichernd lehnte sich Kaito zurück, als Sagoro seine Wangen aufplusterte. Hier wurde auch der verspannte Engländer mal lockerer. Vielleicht hatte der Urlaub ja doch etwas, was beiden helfen konnte.